Wie heißen wir? Choose Your Weapon. Gaming News. Hallo und herzlich willkommen bei der Choose Your Weapon Gaming News. Heute mal die super tolle Netto Super Show. Ich berichte heute mal über die News, Indies und die Releases, die Indie-Games und mein News-Teil, weil ich alle anderen zwei Leute umgebracht habe und heute mir noch köstlich Leber machen werde. Übrigens ist die Woche vom 9. bis zum 15. Und an der Release-Front sieht es wie folgt aus. Hotline Miami kommt am Dienstag, dem 10.3. raus. Für alle Leute, die nicht wissen, was Hotline Miami ist, es handelt sich dabei um den zweiten Teil. Das ist ein Top-Down-Arcade-Shooter, ziemlich brutal, blutig und genial gemacht. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gespielt habt, solltet ihr das vielleicht nachholen. Kommt für den PC, Mac, Linux, PS3, PS4 und die Vita raus. Alle Besitzer der Litterbox One und der Xbone 360 haben leider die falsche Konsole gekauft. Aber nicht verzagen, etwas fragen, denn alle Besitzer einer Litterbox One und der Xbone 360 können sich freuen, denn es kommt ein neues Spiel raus, und zwar Ori and the Blind Forest. Ist ein Metroidvania-esque Game und ja, soll extrem bunt sein. Ich hab's mir nicht angeschaut, ich werde es mir auch nicht anschauen. An der Indie-Front sieht sie folgt aus. Das IGF, das Independent Games Festival, fand am 2. bis zum 6. März statt. Dort wurden Preise in Kategorien wie Excellence in Visual Art und Best Student Game gekürt. Es sind übrigens nur zwei von 10 Kategorien, glaube ich. Weiß nicht, wie viele es waren. Wie gesagt, ich habe es mir nicht angeschaut. Wenn ihr es euch anschauen wollt, Link ist in der Description. Für alle Leute, die wieder mal zu viel Geld in den Taschen haben, ihr könnt euch Ubinota kaufen. Das ist ein 3D-Puzzle-Game. Soll aus einer Welt fliegende Blöcke bestehen. Und nur... okay. Nur die magische Farbe kann sie retten. Falls das euer Interesse geweckt haben sollte, für 6 Euro könnt ihr das bei, ich glaube mal, bei Steam kaufen. Yay! Ich musste schon lachen, als ich es aufgeschrieben habe. Und last but not least, mindestens für den Indie-Bereich, das Free Game diese Woche heißt Muzzle, steht für Miniature Underwater Strange Squid Eradication Liner. Es handelt sich dabei um einen R-Type-Klon, der unter Wasser spielt. Damit hat sich die Sache für heute auch erledigt. An der Newsfront sieht sie folgt aus. Die GDCs haben stattgefunden, falls ihr euch an letzte Woche erinnern könnt. Und Valve hat natürlich sein Versprechen gehalten und nicht über Half-Life 3 und auch nicht über eine Physics Engine geredet. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen, falls ihr es gemacht habt. Worüber sie geredet haben, war die neue VR-Brille. Weil die müssen jetzt auch auf den Bandwagen aufspringen, wie alle anderen auch. Und die VR-Brille heißt Vive. V-I-V-E. Des Weiteren hat Valve über die Steambox gesprochen, oder Steam Machine, je nachdem wie ihr das nennen wollt, und hat auch ein paar mehr Details dazu preisgegeben. Was das Interessante daran ist, sind die Preisklassen, und zwar sollen die von 460 bis 5000 US-Dollar gehen. Falls ihr Kleingeld in der Couch-Ritze gefunden habt, dann könnt ihr euch die 5000-Dollar-Version rauslassen. Für mehr Details klickt in die Links unten. Und last but not least, wir sind heute mal komplett in der Valve-Woche im News-Bereich. Denn Valve hat den endgültigen, in Anführungsstrichen, endgültigen Valve-Controller vorgestellt, der mit der Steambox rausgeschickt wird. Sieht sehr interessant aus, Ähnlichkeit zu anderen Controllern ist vorhanden, aber was mich stört, ist, dass es nur einen Analogstick gibt. Das D-Pad und der zweite Analogstick werden komplett über Touchpads geregelt und ja, schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Ich werde mir das Ding auf jeden Fall irgendwann mal anschauen und damit anzocken. Und das war's von meiner Seite und ich sollte jetzt aufhören, bevor draußen noch die Welt untergeht. Ade. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime girl. Du brauchst einen Zylinder, das eindeutig. Du brauchst einen Zylinder. Was sollen meine Eltern von mir denken? Ich hab auch jedes. Welche Ernte dankst du? Es gibt keine super Show ohne Zylinder. Das geht nicht. Wie fängst du immer an? Also falls ihr ein bisschen Taschengeld in der... Nicht in der Arschritze, in der Couchritze gefunden habt. Das ist der 7. Ich schwör's dir. Warum redet der tote Beta mit mir? Ich werd's nicht rausfinden. Wenn's euch interessiert, schaut in den Links nach. Indie Games interessiert den kein Menschen.